Jo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Wir zocken jetzt in Ezreal of the Botlane. Und ja, wir spielen den ganzen, oder den guten Ezreal spielen wir als ADC, auch auf AD. Wobei ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, was ich mir jetzt genau kaufen werde. Ich denke, ich werde die Träne auch bauen. Mana Mune, und ich werde auch. Ich werde mir auch. Denke ich. Die Eisbomben Gauntlets holen. Ich habe noch einen kleinen Frosch im Hals hier. Oh, jetzt sollte er, glaube ich, weg sein. Ja. Aber ansonsten, von dem Rest des Decks habe ich noch nicht wirklich eine Peilung. Was geht? Kollege, bleib mal geschmeidig, bleib mal smoothie. Smoothie, Junge. Ich wollte eigentlich das eine Low Minion da haben. Jetzt muss ich natürlich wieder mega aufpassen. Die gehen mir ganz schön auf den Sack hier gerade. Sick, jetzt habe ich wieder Minion nicht gekriegt. Baba. Alter. Ah, knapp. So, jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen gucken, dass ich hier wieder ein bisschen AP kriege. Das ist ganz schön. Wow. Tricky gerade. Ich glaube, ich sollte jetzt schon zurückgehen. Bisschen nervig, aber der hat mich ganz schön ordentlich von der Lane gebürstet. Shit, das hat auch nicht ganz gereicht. Aber vielleicht kann ich mich jetzt ein bisschen. Oh fuck. Ah, ich bin immer dumm, ne? Ah, ich hätte doch zurückgehen sollen. Scheiße. Ein bisschen Greed. Ah, war nicht gut. Hier drüben. Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir auch gedacht, so, Ezreal zocken. Ezreal ist ja ein Forscher. Und ich befinde mich ja jetzt gerade auch auf meinem Kanal so ein bisschen auf Schatzjäger. Mission, beziehungsweise in so einem kleinen Forscherabenteuer, und zwar in Uncharted. Die Uncharted Collection bin ich ja gerade am Let's Playen. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, zockst du mal eine Runde LOL und machst da mal ein bisschen Werbung für Uncharted. Der stirbt nicht. Wo ist Rengo? Rengo! Ah, aber trotzdem drauf gegangen. Aber der Heal, der war gerade zu krass. Er hat den Heal. Ja, die hatten sogar beide Heal, oder was? Ah, ne, Nami hat Exhaust, okay. Ah, der Heal, der hat mich ein bisschen gebürstet. Call all report as real, yo, genau. Alles klar, Rengo. Also Rengo war am Anfang schon erstmal AFK und so. So, damit war das jetzt. Ich schreibe jetzt nicht mehr mit dem, weil mir geht das ein bisschen auf den Sack. Fünf Minuten gespielt und er will in einem Normal Game noch schon welche reporten. Ah ja, gut, egal. Drauf geschissen. Ja, und da ich momentan so ein bisschen Uncharted am Let's Play bin, habe ich mir gedacht, komm, zockst du mal hier den guten Forscher in League of Legends. Ich habe den früher ganz gerne gespielt, vor allen Dingen dann, wo der dann einmal so einen fetten Buff hatte auf AP, ich weiß nicht genau, mit Runic Echo war es, glaube ich. Habe ich den sogar ziemlich gerne mal in die Mitte gespielt, oder in der Mitte gespielt.
Aber irgendwie bin ich da jetzt im... Ja, und vor allem dann Jin, ich hasse Jin. Aber irgendwie sage ich das auch bei jedem. Jeden Gegner, ich hasse ihn. Ich meine, ich hasse ihn auch. Solange bis ich gegen ihn verliere, hasse ich den echt noch. Aber dann irgendwann, wenn ich dann wirklich mal erhellt bin. Oh. Oh, jetzt bin ich schon wieder fast down. Boah, der macht aber auch Schaden, der Typ, ne? What? What? Alter, wie lange dive der denn? Aber der ist jetzt auch drauf gegangen, aber übel, ey. Ach, der Rengo, Alter. Rengo geht mir auf den Sack, Alter. Mute und verpiss dich. Kackstelze. Alte Kackstelze. Trainer haben wir. Jetzt bauen wir dann mal Schienen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr so ganz, was ich da früher gebaut habe, aber ich sag mal so, das ist ja momentan wirklich krass bei mir, dass ich bei keinem wirklich mehr ein Itembild im Kopf habe. Dann Ezreal ist ja eh nochmal was anderes, weil er ja auch AP wie AD Schaden macht. Naja, gut. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, da haben wir. Nichts mit der Ulti abholen. Ich denke mal, ich mache sowieso noch zu wenig Schaden dafür. Ich kriege die ganzen Minions hier nicht. Jetzt konnte ich mal in Ruhe farmen und dann verkacke ich die Minions alle. Ja, aber ansonsten, das ist auch meine erste Runde heute, an diesen heutigen Tage. Deswegen ein bisschen warm zocken sollte auch noch drin sein. Oder muss erstmal drin sein. Ja, und am Anfang, dass der so aggressiv spielt, hätte ich echt nicht gedacht, ey. Und vor allen Dingen, dass der auch so früh dann schon divet. Hätte ich niemals mit gerechnet. Weil ich sag mal, das ist ja immer das Spannende und LOL. Man muss ja immer, es reicht ja nicht, wenn man den einzelnen Champion beherrscht oder beherrschen kann. Man muss ja auch immer auf die jeweiligen Umstände und entsprechenden Situationen richtig handeln können. Das ist ja das Schwierige daran. Ich habe gerade gemerkt, ich habe meinen Kaffeebecher wieder zu nah an meiner Maus. Was ist hier los? So. Ja, weil ich bin heute Abend ausnahmsweise mal Kaffee am Sorgen. Weil meine Frau wieder kein Monster geholt hat, sondern nur eine Dose. Und da wir noch recht früh haben und ich schon extrem müde bin, habe ich mir gedacht, komm, let's go. Kochst du mir noch mal eine Runde Kaffee und prügelst dir mal einen Kaffee rein. Mehr. Der hat schon ordentlich Schaden im Gepäck. Aber gut, der hat ja auch schon 5 Kills.
Aber ich glaube, ich kann den packen. Boah, übel. Der macht aber richtig viel Schaden schon, ey. So, ich muss jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe kein Mana mehr, kein nix mehr. Zu wenig HP. Ich habe zwar nur einen so einen Keks, aber der bringt ja auch nicht viel. So, wir kaufen uns Phage und dann kaufen wir uns ruhig nochmal ein bisschen Mana. Das war den Schienenproc kriegen. Ich merke gerade, mein Fernseher ist ausgegangen einfach so. Weil ich habe den nämlich immer so als Nebenbeschallung an. Nur da ein bisschen Gesabbel dabei ist. Hallo, geh doch an, du Miststück. Ja, ich glaube, das wird eine ziemlich schnelle Runde, weil unsere Annie AFK ist. AFK war. Jetzt ist sie wieder da. Aber ich am Feeden, Tom am Feeden, Rengo am Feeden. Also ich denke, das könnte eine ziemlich schnelle Runde werden. Ja, aber damit konnte ich ja nicht rechnen, ne? Dass der dann auf einmal so aggressiv ist. Da ist mir auf einmal die Stimme weggeblieben. Beziehungsweise wenn der, oder dass der schon direkt von Anfang an so aggressiv ist. Und der Tarm hat damit wohl auch nicht gerechnet. Aber erstmal schauen, was so geht. Fuck, war da knapp. Man. Die hätte ich noch gekriegt. Shitte. Das war super close. Und er hat den Blue Buff am Start. Ja, was machen wir jetzt? Warten wir jetzt hier drauf, dass der wieder kommt mit seinen Minions? Ich denke schon. Nami ist zwar nicht da, aber mein Tarm auch nicht. Ich wollte gerade flashen. Ah! Ich hab den. Hab Ignite nicht drauf gekriegt. Oh lol, hör auf mich zu fressen. Oh wow. Jetzt stirbt er. Und ich bin hier mitten in der. Haha, da hat er sich so gedacht. Ich wäre hier einfach aus der Ult rauslaufen, oder ich hätte hier aus der Ult rauslaufen können und hätte den dann da schon töten können. Dann hätte der Dings nicht sterben müssen. Naja gut, so ist das jetzt so gekommen. Ne, wir lassen, na komm, machen wir keinen Scheiß. Nein, was machen wir? Wir machen doch Scheiß. So, jetzt haben wir. Naja, ich habe mich eigentlich ganz gut zurückgekämpft. Gelernt ist gelernt.
So, der Farm kommt langsam. Das ist der Tarn. Den können wir uns nämlich eigentlich schon wiederholen. Ja, jetzt kam es ein bisschen zu spät. Ach so, der hat dann Ward. Ja gut, das war dann mal so auch der erste vernünftige Gank vom Rengo in Minute 18, aber der ja schon direkt am Anfang rumgeflammt hat und report mich. Wenn er mich reporten wollte und so, kam er dann jetzt nach 18 Minuten. Ich meine, gut, er war ja ein bisschen feed, ja, ist okay, und ein bisschen stark feed. Aber das war ja auch nicht allein meine Schuld. Ja, weil Tam ist ja auch, hat sich auch hinterm Tower snacken lassen. Genauso wie ich ja auch, aber hinterm Tower so früh, damit rechnet man noch nicht an. Oder ist das jetzt neue Meta, dass man mit Level 4 schon Tower dive? Jetzt wird's aber Zeit. Ich meine, dann haben sie ja gut rausgespielt gehabt. Aber so hätte ich damit auch nie im Leben gerechnet. Shit. Die habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Ich habe mich jetzt so auf die Minions und auf den Tower hier konzentriert, aber da habe ich die Kamera auch scheiße gehabt. Ich dachte eher, wenn die kommen, dann kommen die von vorne. Also die sind gar nicht mal so blöd. Die kommen dann von hinten, die Drecksäcke. Ja, das war schon gar nicht mal so dumm von denen. Okay, die Trainer hat schon 400 Stacks gesammelt. Da müsste ich mir dann schon so langsam mal Gedanken machen, dass ich die Mana Mule zusammenbaue. So eine Pickaxe. Hier drüben. Ah, jetzt wird hier auch noch geheilt. Oh, ich mache ja überhaupt noch gar keinen Schaden mit meiner Ult. Nicht getroffen, schade. Das ist klar, Annie. Flash-Tewasse. Okay, kann man mal machen. Aber da hat die immer mittlerweile für alles flashen, ne? Finde ich echt übel, ey. Das gab es da früher noch nicht. Da war der Flash meistens nur als Rettung gedacht. Ist einigermaßen noch okay. Also ich würde jetzt nicht mehr sagen von wegen, boah, ich habe jetzt null Chance, ich komme gegen den gar nicht mehr klar oder so. Also ich kann ihn auch töten, wenn ich das jetzt ein bisschen vom Timing her vernünftig mache, ein bisschen mal drüber nachdenke, dann geht's.
shit. Nur die Combo ist, finde ich aber auch ganz cool. Die spielen, Jin und Nami. Mein Nami hat erstens den Heal noch, die kann ich beschleunigen und nochmal drei Auto-Attacks verstärken. Was dem Jin ja auf jeden Fall wesentlich zugute kommt. Ja, die Fiora, die ist sich immer noch anscheinend mit dem Rengo ein bisschen am fighten. Kann dem ja mal entmuten, um mal zu gucken, was da überhaupt abgeht. So ein bisschen interessiert mich das ja immer wieder. Nur mal so, um zu sehen, was da jetzt abgeht. Ich meine, ich schreibe da nichts mehr drauf oder so, ich lese dann einfach nur still und leise. So, wir versuchen jetzt mal hier die Lane so zu manipulieren, dass die halt noch pusht. Dann gehen wir auch mal in die Mitte. Oh, wow! Ja, scheiße. Da ist die Annie, die ist low. Den Jin, den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Da ist noch eine Nami. Nein, jetzt kommen die scheiß Geister. Shit. Und ich Backenränder wieder rein. Wow, 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 das war mega close. Ah, ich wollte eigentlich... Aber da hätte ich nicht gedacht, dass ich bis in den Bubble reingesprungen bin. Ich dachte eigentlich von wegen, dass ich noch davor rauskomme. Aber okay. So, dass die Lane pusht, das hat schon mal ganz gut funktioniert, weil jetzt die Lane hier schon ziemlich gut vorgerückt. Wow, 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 wow! Die haben eine Vi? Miese Pissbacke hat sich da versteckt. Ja, die habe ich nämlich das ganze Spiel noch nicht gesehen, deswegen... Alter, die haben eine Vi? Vi? Fuck! Ja, holen wir uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Rüstung. Rüstung und Mana ist ja schon mal ganz gut, vor allem die Abklingung auch ganz gut. Ich meine, Damage her, ja, nochmal ein Sheen wäre eigentlich auch okay gewesen, aber Sheen kriege ich jetzt auch recht zügig zusammen. Ja, aber mit einer Y da aus dem Busch hätte ich jetzt im Leben nicht mitgerechnet. Und ich hatte noch vorher kurz auf die Karte geguckt gehabt und hab mir gedacht von wegen, boah, da ist aber... Der Blue Buff wäre jetzt auch ganz cool. So, jetzt müssten wir hier auch nochmal im D-Lane.
Erstmal deffen. Mein Name war jetzt gerade erst den Tower verloren. So, und nächste Lane nehmen wir dann wieder nur die hinteren Minions weg. Shit. Ah, warum hat denn der scheiß Jump jetzt hier nicht gefunzt, ey? Fuck. Ach, damn it. Mann, ey, dieser scheiß Sprung da, ne, dass der nicht funktioniert hat, ne? Muss ich den jetzt noch aktivieren? Da war irgendwas mit Änderung. Weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau. Ich meine, das sollte mal geändert werden. Dass der jetzt, glaube ich, andauernd immer Mana kostet. Und nicht mehr ist er effektiv, wird nur aktiviert, wenn du mehr als 20%. Ah, so genau. Irgendwas hatte ich da mal nämlich gelesen. Ich wollte eigentlich die eh machen. Aber irgendwie, ganz im Ernst, ne, ich weiß nicht, den Tarn-Catch finde ich ja eigentlich ganz cool. Aber irgendwie finde ich das ziemlich trolllastig, wann der, dass man selbst keinerlei Entscheidungsgewalt hat, wann der einen frisst oder dass der einen fressen kann. Das finde ich so ein bisschen behindert daran, dass man keinerlei Einfluss darauf hat, ob man jetzt gefressen werden möchte, ob man gefressen werden kann. Die stirbt. Lol, die Dings habe ich nicht gekriegt, die Irelia. Ich hatte eigentlich gedacht, die Irelia habe ich gekriegt. Na ja, gut. Ne, ich hole mir jetzt den Blutdürster. Ich warte noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht mehr, was genau zu dem Blue Build oder Blue Esri dazu gehört hat. Weil eigentlich bin ich schon fast der Meinung, dass ich schon auf einem guten Weg zu dem Blue Build Esri bin, aber mir fehlen da Items. Also auf jeden Fall gehörte wohl noch Dings dazu. Blade of the Ruined King. Das weiß ich wohl noch. Hat die dir dann Ward oder was? Weil die konnte mich ja noch sofort anspringen, da war ich doch noch in dem Busch, oder? Ah ja, gut, aber die Range fand ich auch krass.
hatte eigentlich gedacht, ich stehe da sicher, selbst wenn ich da außerhalb des Busches bin. Naja gut, ich war wenigstens nicht der Einzige, der gefeedet hat. Weil die Fiora und Rengo haben dann im Endeffekt dann doch noch mehr gefeedet. Aber ich meine, die haben sich auch da angeflamed die ganze Zeit, anscheinend. Und ja gut, ich habe halt am Anfang extrem gefeedet. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt gegen Ende das Gefühl, dass ich die Botlane trotzdem noch gut halten konnte. Bild, ne? Warum hat er so viel AP? Das sah doch jetzt nur so aus. Ah, ich bin slow. Lass mich. Ah, die flasht. Ah, du alte Hexe. Ja gut, Irelia mit 17,7, ne? Was soll man da noch machen, Alter? Irelia mit 17,7, ey, das ist eh over. Vor allem die ist auch noch ein bisschen, die ist auch noch tanky gebaut, die Schicht im Schacht, mit der machst du gar nichts mehr. Die redet ja wieder, die macht mich sofort instant wieder im Arsch. 100 Pro. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn mein Early wieder extrem bad war, wirklich bad, und ich mit vielen Sachen gar nicht rechnen konnte oder nicht gerechnet habe, habe ich mich eigentlich noch ganz gut zurückkämpfen können. Ich meine gut, wenn dann noch die beiden anderen Lanes auch noch fett sind, dann und man dann alle zusammentrifft, dann ist natürlich klar, dass man da nicht mehr wirklich was machen kann. Aber im Großen und Ganzen fand ich eigentlich, habe ich gar nicht mal so viel Kacke gebaut. Ich meine, bis auf eine, halt am Anfang die ersten 10 Minuten. Aber ich sage, das war auch meine erste Runde am Tage. Deswegen seid mal ein bisschen nachsichtig. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen warm zocken und ja, gegen so einen Djinn, der dann so aggressiv direkt spielt, nicht so gut. Ja, lass mich weg. Nein, 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 nein. Lass mich. Geil. Oh shit. Aber dass die auch nicht beendet kriegen, ne, finde ich auch irgendwie gerade ein bisschen komisch. Na gut, die Irelia jetzt hätte jetzt fast geschafft, aber. Oder beziehungsweise hätte es geschafft, aber wenn sie dann doch eher den Kill Greed kriegt. Man könnte ja vielleicht noch drehen, ne? Weil die sind jetzt halt wirklich extrem lange tot dann, ne, wenn sie tot sind.
Euer Inhibitor wird bald wieder aufgebaut sein. Ja, ich wollte jetzt erst mit der Ult noch mal ein bisschen gucken, dass ich da die Minions kaputt kriege, aber dafür müsste ich schon hier in dem Scheitelpunkt stehen, um dann gerade hoch zu schießen, um alle zu treffen. Aber ich glaube, die Gegner, die schmeißen halt gerade alle gehörig weg. Ah, verarsch mich nicht. Jawohl. Verarsch mich nicht. Weg da. Weg, 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 weg. Übelst close. Aber ich hatte schon erst die Vermutung gehabt, dass ich die Dings nicht mal mehr kriegen würde. Okay. So, wie lange sind die jetzt noch tot? Annie ist noch 41 Sekunden tot. Eine Bubble, vier Leute mit Tibbers eingeschlossen. Die Base, Leute. Also wir konnten uns recht gut halten. Die Frage ist jetzt halt nur, ja, theoretisch ist das jetzt wieder so ein Game, wo ein Scheiß, ein Fight alles entscheiden kann. Ich sag mal, der den nächsten Teamfight gewinnt, der könnte dann schon komplett gewonnen haben. Und ich gehe mal davon aus, dass der nächste Fight dann entweder am Drachen stattfindet oder am Baron. Ich jetzt auch eigentlich meine Ult nicht mehr wasten. Ah, ich will da weg, aber ich glaube, jetzt ist Ende. Na gut, vielleicht habe ich jetzt noch mal ein bisschen Glück, dass dann genau jetzt der Inne steht. What? Ich komme noch nicht mehr weg. Ah, shit. Ah. Nee, das war, Leute. Naja, gut, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, am Anfang ein bisschen gefailt, aber danach konnte ich eigentlich nur ganz gut mitmischen. Stats sind einigermaßen wieder in die relativ richtige Richtung gegangen. Ich meine, ich habe 11 Assists, 9 Kills, 9 Tode und 6 Kills. Naja gut, aber es war viel Feed dabei auf jeden Fall. Naja gut, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst ein paar Bewertungen da und ich will hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute!